Hallöchen, meine kleinen Würstchen, und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Ori and the Blind Forest. Das letzte Mal haben wir hier bereits im Horuberg unser Unwesen getrieben und sind ein bisschen weiter vorangekommen. Das war gar nicht mal so uncool. Und wir müssen hier einen Raum nach dem anderen hier erledigen. Und jetzt kommen wir sogar auch hier weiter. Deswegen würde ich mal vorschlagen, wir halten uns gar nicht lange auf, sondern gehen direkt hier in den nächsten Nebenraum. Wir müssen nämlich jeden Nebenraum hier besuchen und jeweils ein kleines Rätsel lösen. Und erst dann kommt man weiter. Natürlich sehr tricky. Da ist so ein Kristall, ne? Ja, der ist er. Aber komme ich nicht hin. Das war jetzt noch nicht das Rätsel, oder? Ah ne, jetzt dreht sich erst dieses Teil. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Auch voll weggelasert worden. Das ist nicht nett. Das ist ja nicht so ganz nett. Und mein Speicherpunkt ist weg. Auch das ist nicht nett. Mein Save Point. Oh, oh mein Gott. Nein, oh. Jetzt erstmal wieder nach oben kommen. Ist hier das Erste, was ich hier schaffen möchte. Okay. Ihr seht schon, in diesem Spiel ist regelmäßig Speichern eine tolle Idee. Und deswegen mache ich das direkt hier. Wir haben ja inzwischen so viele Energieblobber, dass man durchgängig speichern kann. Das ist ja eine ganz klare Sache. Und das finde ich auch ziemlich cool. Also diese Gegner hier, ne? Ich mache jetzt mal hier die Gegner platt, damit die mir nicht gleich hier in die Quere kommen. So. Jetzt möchte ich erstmal ein bisschen durchplanen hier. Das Ding fängt sich gleich an zu drehen, und zwar entgegen dem Uhrzeigersinn. Und ich muss irgendwie in Deckung gehen davor. Aber hier ist nirgends ein Safe-Spot, wie ich das sehe. Das bedeutet, ich muss hier mit einem Supersprung aufgeladen nach oben. Okay, und hier oben wäre ein Safe-Spot. Und dann könnte ich auch wieder speichern. Okay, das ist der Plan, Leute. Freunde, das ist der Plan. Oh. Mach keinen Käse. Okay. Ey, wie kann ich das speichern? Kann ich speichern hier? Was soll der Dreck? Man kann ihn gerade nicht speichern, glaube ich. Na gut. Soll mir auch recht sein dann. So, hinter dem Block hier bin ich natürlich auch safe. Das ist auch eine gute Sache. Ich warte nochmal, bis eine Umdrehung hier vollendet hat. Damit mir das hier ja keinen Schaden zufügt. So. Achso, hier gibt es einfach nur nichts. Auch gut. So, jetzt können wir das hier verschieben. Mach mal bitte hinne. Das tut mir doch weh, wenn ich dagegen komme. Okay, alles klar. Wenn man es einmal geblickt hat, ist es gar nicht so schwer, dieser Raum. So ein kleines, nettes Rätselchen. Das war knapp, aber natürlich kein Problem. Ich finde das gut hier. Die Rätsel sind schaffbar. Und jetzt kann ich wieder eine Ebene weiter nach unten was erreichen. Oh, guck mal, hier ist sogar dieses Ding jetzt ausgegangen, diese Kanone. Aua, aber tut mir trotzdem noch weh. Ja, das ist ja ganz gemeine Sache. Das sind ja die allerliebsten hier, ne? Die zwar aus sind, aber mir trotzdem noch Schaden zufügen. Böse Sachen. So, dann mal eine Ebene weiter nach unten. Jetzt können wir nämlich dahin und auch dahin. Und beide Wege müssen wir wahrscheinlich auch abarbeiten. Guck mal, hier ist direkt das nächste Portal. Ab rein da, würde ich mal vorschlagen, einfach so. In der Nähe von Feinden kann man leider gar nicht speichern, aber hier geht das. Ach, das da ist der Feind. Okay, dieses Tentakelmonster. Ah, wieso ist das denn kaputt gegangen auf einmal? Oh, shit. Shit the fuck. Wo muss ich hin? Sag mir einer, wo ich hin muss. Doch keine Ahnung hier. Ich spiele das doch zum ersten Mal. Oh, nein. What? Wow, auf einmal der Laserbeam, mit dem kein Mensch rechnet. Okay. Okay.
Okay. Aua, Mann. Hä? Warum bin ich jetzt gestorben? Muss ich mich verarschen? Man achtet natürlich auch nie auf seine Lebenspunkte irgendwie, weil die komplett außerhalb der Sichtreichweite sind. Also, die sind nicht genau da, wo man hinguckt. Oh, fuck it. Oh, Mann, ey. Die Räume sind aber auch echt brutal schwer teilweise. Na gut. Ori hat ja den Ruf, ein brutal schweres Spiel zu sein. Von daher dürfen diese Räume jetzt auch mal schwer sein. Bisher bin ich ja relativ sicher durch das Spiel gekommen. Jetzt ist leider uncool, dass die Plattform hier kaputt gemacht wurde. Aber wir kriegen das natürlich auch trotzdem hin. So, guck mal. Guck mal, wie wir hier durchrennen. Richtige Boys. Shit, jetzt ist die Plattform hier weg. Das ist nicht so ganz gut. Schieß mal, bitte schnell. Okay. Jetzt hör mal auf, jetzt hier böse zu sein. Oh Mann, Alter. Okay, kann ich speichern und da wieder das Licht von Naru einsetzen. Nee, seins Licht. Wer war denn Naru? Naru war der Flammenwächter oder so. Weiß ich nicht. Aber gut, auch diesen Raum haben wir abgeschlossen. Ich hoffe, der Rückweg ist leichter. Oh mein Gott. Bitte schieß mir ein Ding zu. Danke. Wow, alter Schwede. Ich hab's geschafft. Ich bin rausgekommen. Mit heiler Haut. Natürlich eine feine Sache. Okay, auf der anderen Seite gibt es jetzt noch den nächsten Raum. Der ist auch schon wieder so groß, ey. Aber so ganz viele gibt es nicht mehr, ne? Guck mal, da ist noch einer. Und hier sind noch zwei. Bedeutet drei Räume und wir sind durch. Dann haben wir jeden Raum dieses Dungeons hier erkundet. Aua, oh Mann, ich laufe genau rein in diese Kacke. Aber volle Kanne rein erstmal. Muss sagen, das Blatt ist sehr cool. Ich bin froh, dass ich das habe. Und da oben möchte ich jetzt ehrlich gesagt hier diese Energieblobber haben. Den Lebensblobber. Sehr schön. So. Nächster Raum. Was ist hier von mir gefordert? Erstmal die Gegner hier besiegen, denn die sind blöd. Die sind fiese Möps, die mir hier das Leben zur Hölle machen. Und das ist nicht gut, ne? Das ist gar nicht gut. Weg mit den Spielverderbern. So. Was sind das denn jetzt da oben für Flammenbälle? Muss ich mit denen interagieren, fragt man sich. Ach, warte mal. Ich kann auch von hier den Supersprung machen. Wow! Aber voll gegen die Decke donnern dabei. Okay. Okay, ich glaube, ich weiß, was die von mir wollen. Genau das wollen die von mir. Genau das und nichts anderes. Sehr schön, dass ich hier speichern kann. Ich bin begeistert. So. Oh, voll gegen die Spikes hier, die Piekser. Die Piekser sind die schlimmsten. Hier ist alles so dornig in diesem Wald. Das kannst du nicht mal mehr als Wald bezeichnen, hier, weil es keiner ist. So, dann fährt das Ding hier nach oben wahrscheinlich. Absolut richtig. Ich sollte auf die andere Seite. Okay, und hier wieder die Seite wechseln. Das ist ein cooles Rätsel. Also was heißt Rätsel? Das ist nicht mal ein Rätsel. Das ist einfach nur eine Jump-and-Run-Einlage. Was ich auf Anhieb schaffe, möchte ich nochmal anmerken hier. So, jetzt bin ich hier oben. Was bringt mir das? Ah, shit, das ist eine Feuerbodenplatte. Und hier komme ich nicht weiter, weil das Ding hier ist. Okay, das ist der Rückweg dann. Speichern wir mal eben. Speichern ist sehr wichtig in diesem Game. Das habe ich schon öfters mal erwähnt. Ach, fuck, ey. Diese Gegner auch. Die Gegner hier sind brutalst. Die sind einfach nur brutalst. Und dazu kommt natürlich noch erschwerend die Tatsache, dass man nicht hier auf diesen Bodenplatten länger sich bewegen darf als eine halbe Millisekunde. Das ist alles hier ein bisschen hektisch, deswegen. Okay, ich bin hier. In meinem Revier. Und die Gegner wollen natürlich immer noch auf ihr verdammtes Maul. So. Dann verschieb mal jetzt die Box hier. Alter, voll runtergekracht.
Das war schon jetzt Rätsels Lösung, ne? Eiskalt und brillant. Im Feuertempel geht's voran. Und ich bin wieder nach oben teleportiert worden. Auch cool. Also es ist echt super heiß hier. Kann ich euch sagen. Zum Glück ist es gerade bei mir im Zimmer nicht so heiß, weil das wäre uncool. Guck mal, was ist das hier denn für ein Ding? Ist da was Krasses drin? Ja, ein Fertigkeitenpunkt war da drin. Nice Sache. Da unten kann man auch noch lang, wie es ausschaut. Ah, da ist aber nur so ein Fertigkeitenblobber. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wow, wo kommt der denn her, dieser kleine Gegner? Der wollte mir jetzt ja nochmal hier... Du kannst in der Nähe von Feinden gar nicht speichern. Ach so ist das. Ach Mann, ey. Das ist aber ruhig. Also brutal. Ey, hör auf jetzt böse zu sein. Mann, ey. Diese Feinde in diesem Game. Immer wieder sage ich das, ja. Ah, das wollte ich gar nicht so. Aber es hat doch noch irgendwie geklappt. Mach mal den Fallschirm auf jetzt. Ach Mann, das war ja klar, dass sowas passieren musste, ey. Weil du den dummen Fallschirm nicht aufgemacht hast, Ori. Ori, du bist so dumm. Kann ich auch einfach so nach unten, ne? Kann ich mir ein bisschen Stress sparen. Guck mal, hier ist schon wieder der Ausgang. Ah, das hat ja gut geklappt. Das hat ja sehr gut geklappt. Nehmen wir nochmal hier jetzt ups, das wollte ich nicht. Das tut mir leid. Fähigkeitenblobber. Also den Energieblobber aus Versehen benutzt. So, hier geht's jetzt weiter nach unten zum nächsten Raum, der jetzt betretbar ist. Irgendwo hier soll er sein. Das sagen sich zumindest die Legenden. Da ist er. Hier. Haben wir ihn doch. Wunderbar. Rein da. Hier könnte ich direkt schon mal nach unten. Nee, könnte ich nicht. Geht nicht. Ist inkaputtierbar. Vielleicht von größer nach oben? Nee. Das hätte mich auch stark gewundert. Schimpanse hier, der noch in die Lava springt. Ist ja natürlich auch ziemlich blöd von dem. Bis jetzt war dieser Raum noch nicht so unfassbar schwer, muss ich mal sagen. Was ich gut finde. Guck mal, hier eine Fertigkeitenzelle, die nehme ich doch gerne mit. Flop! Und dann kann man hier direkt das Ding kaputt machen. Ich hoffe, jetzt auf dem Rückweg passiert nichts irgendwie Schlimmes. Denn der Raum war ein bisschen zu leicht für meinen Geschmack. Oh mein Gott, war ja klar, dass sowas passiert. Das war ja klar. Ach, fuck, ey, die Lava-Dinger hier. Die Lava-Stalagmiten. Aber das ist doch schon wieder gelaufen, oder? Schneller. Oh, doch nicht die Lava, ich meinte mich. Alles ist brutal. Ein bisschen brutal. Machen wir es mal ein bisschen schneller hier. Nämlich, indem wir diese Dinger hier benutzen. Guck mal, bin safe. Natürlich ziemlich cool. Hier ist der Bereich sogar sicher. Und jetzt komme ich auch hier nach unten. Schau mal, so kommt man nämlich weiter. Aber das hier geht immer noch nicht kaputt. Aua! Oh, hier sind ja diese Lava-Dinger wieder. Naja, da gibt es aber nur Energie. Gibt es hier überhaupt sonst noch... Da unten ist noch eine Fertigkeitenzelle. Na gut, wenn ich schon mal direkt da bin, würde ich mal sagen, kann ich die auch nehmen, ne? Dann kann ich die auch einfach nehmen. Ori and the Blind Forest. Aber wie um alles in der Welt soll man da hinkommen? Also ich sehe das Teil. Aua! Ach, das geht ja sogar... Das ist ja sogar dann heiß. Oh, Mann. Da habe ich mir jetzt ja was ausgesucht zu machen, ey. Ach, Kacke. Okay, ich glaube, es ist schaffbar. Von dem, was ich jetzt bisher gesehen habe, erscheint es mir nicht so, als ob es impossible ist. Oh, Mann.
das ist definitiv schaffbar. Denitiv, könnte man fast sagen. Es ist denitiv schaffbar. Jetzt hier ein bisschen mit Geduld. Und dann kriegen wir es hin, ne? So, guck mal. Guck mal, jetzt sind wir hier. Können den Pöller reinbobbeln. Und dann passiert hoffentlich was Krasses. Und damit meinte ich nicht, dass ich von Lava verfolgt werde. Oh mein Gott! Oh, shit. Oh, super. Und ich muss den ganzen Käse jetzt nochmal machen. Oh, Mann. Ist das ernst? Ich sollte auf jeden Fall auf der anderen Seite da speichern. Wenn ich nochmal bei dem Pöller bin, den ich da in den Boden ramme. Der Pöller auf du! So, hier oben machen wir eine Pause. Ein schönes Picknick. So, hier speichern wir. So, und das nächste Mal, wenn wir Ori and the Blind Forest spielen, geht's hier weiter im Flammentempel im Horuberg. Bin gespannt, wie es hier weitergeht. Sind ja fast schon durch. Ja, aber auch nur fast. Also, bis zum nächsten Mal, Freunde. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet, denn es wird ein großer Spaß für Jung und Alt. Bis dann, Leute, und Tschüssikowski.